Hallo zusammen. Viele von uns sind schon mal mit dem Flugzeug geflogen, aber nur wenige haben etwas Außergewöhnliches dabei erlebt. Es ist Zeit, das nachzuholen und spannende Situationen rund um das Thema Luftfahrt anzusehen. Lasst uns loslegen. Yeah, hopefully. There's no gear. Here's your first wreck. This guy's gonna wreck. He landed with no gear down. His props are all messed up. He's gonna crash. Oh my god. Nicht blinzeln, sonst verpasst ihr was. Bei schwierigen Wetterverhältnissen und schlechter Sicht sind Stromleitungen aus der Luft oft kaum zu sehen. Darum kann so etwas mal passieren. Später hat einer der Passagiere gesagt, dass er die Stromleitung auch nicht gesehen hätte. Doch obwohl der Hubschrauber danach trotzdem sicher landen konnte, hat man den Piloten leider gefeuert und ihm sogar die Pilotenlizenz entzogen. Es ist wahrscheinlich eines der schönsten Videos von einer Flugzeuglandung, die es gibt. Das sieht magisch aus, nicht wahr? Wie aus einem Film. Kumpel, ich glaube nicht, dass du auf dieser Spur mitfahren darfst. Wie sich später herausstellte, saßen ein Fluglehrer und sein Schüler in der Maschine. Aufgrund einer Fehlfunktion des Triebwerks musste der Flugausbilder die Steuerung übernehmen und eine Notlandung auf einer Autobahn hinlegen. Bei der Bekämpfung von Waldbränden nehmen Flugzeuge oft eine extrem wichtige Rolle ein. Zu ihren Aufgaben gehört es, nicht nur über ein Feuer zu fliegen und große Mengen Brandbekämpfungsmittel abzulassen, sondern auch eine Ausweitung des Brandes zu verhindern. Das ist wohl das Letzte, was man als Passagier aus dem Flugzeug sehen möchte. Guckt mal, wie viele Menschen sich versammelt haben, um das Flugzeug über ihrer Stadt kreisen zu sehen. Look, he's gonna go around to the left. Dieser Landeplatz ist aufgrund der Geländebeschaffenheit extrem schwer anzufliegen und der Wind macht es noch komplizierter.
Entweder weiß er gar nicht, was Angst ist, oder er hat ein 150%iges Vertrauen in den Piloten. Die Betankung eines Flugzeugs in der Luft sieht immer wie ein außergewöhnliches Ritual aus, vor allem für Laien. Kein Wunder, dass alle Flugschaubesucher in verschiedene Richtungen schauen. Das Flugzeug ist nämlich so schnell, dass sie mit den Augen kaum hinterherkommen. Wer braucht schon ein Feuerwerk, wenn man Flugzeuge beobachten und dabei eine viel spektakulärere Show zu sehen bekommen kann? Diese nächtliche Landung auf dem Deck eines Flugzeugträgers sieht sehr eindrucksvoll aus. Ohne die Positionslichter wäre der Hubschrauber nicht zu sehen gewesen. Er ist fast wie Batman aus der Dunkelheit aufgetaucht. Wenn man mit einem Hubschrauberpiloten befreundet ist, macht einem das Fotografieren mit ihm immer Spaß. Wie groß muss das Vertrauen in eine Person sein, um sich auf so etwas einzulassen? Und diese Jungs wurden nicht vorgewarnt. Der Hubschrauberpilot wollte sie anscheinend überraschen. Das notwendig war? Nein. War es cool? Eindeutig ja. So low. Oh my God. Holy so einen tiefen Landeanflug kann nur jemand hinlegen, der sich seines Könnens zu 100% sicher ist. Oder ein Glückspilz. Die Maschine musste wegen eines Problems im Triebwerk auf der Fahrbahn notlanden. Ein Glück, dass ein Profi am Steuer saß und niemand verletzt wurde. Aber bestimmt war es ein Riesenstress für alle Beteiligten. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Leute bei ihrem Strandbesuch mit etwas Besonderem gerechnet haben. Aber sie hatten Glück, denn sie wurden unverhofft Zeugen einer richtigen Flugshow einer Kunstflugstaffel der US Air Force. Auf dem Heimweg von einer Übung beschlossen die Piloten der beiden Flugzeuge der Royal Australian Air Force, den Passanten eine Show zu bieten und überflogen den Strand in einer Höhe von nur 90 Metern.
Ihr seht einen Testflug, der sich von allen anderen unterscheidet. Die Daten aus diesem Experiment wurden zur Analyse gesammelt, um die Steuerung von Drohnen zu verbessern. Künftig sollen sie auch der bemannten Luftfahrt zugutekommen. Dieser Teil der Show muss viele Zuschauer nervös gemacht haben. Sie schienen sich gefährlich nahe zu kommen, doch es war nur ein Stunt, der von echten Profis durchgeführt wurde. Es war ein schwieriger Flug für den Piloten dieses Hubschraubers der Küstenwache. Trotz stürmischer See hat er sich an einem Rettungseinsatz beteiligt. Er konnte eine Person evakuieren und in Sicherheit bringen. Bravo an das Team der Küstenwache und den Piloten. Die Landung eines riesigen Militärfrachters in der Wüste ist immer eine Attraktion, wie aus einem coolen Hollywood-Film, nicht wahr? Diese Landung hat alle Autofahrer auf der Straße nervös gemacht. Die McDonnell Douglas AV-8 ist ein senkrecht startendes Kampfflugzeug, das nur wenig Platz zum Starten braucht. Deshalb wird sie so häufig bei der Marine eingesetzt. Der Fluglehrer des Uploaders dieses Videos hat ihn an dem Tag zum ersten Mal das Trudeln ausprobieren lassen. Er begann damit in einer Höhe von 2000 Metern und leitete das Flugzeug schon in 1000 Meter Höhe wieder aus dem Trudeln heraus. Okay, coming up to 4.5. Yep. So hands on the dash. On the dash. Opposite rudder. Push that rudder. Push that rudder. Push it. Push it. Push it. Push. Nicht schlecht fürs erste Mal, oder? Okay, grab the stick. Pull out the dive. Oh. Manche Piloten meinen, dass der Ausfall eines der Triebwerke nur dann als Notfall gelte, wenn es brennt. Wie dem auch sei, ich bin mir sicher, dass es dennoch ein hohes Maß an Professionalität erfordert, eine Maschine mit nur einem Triebwerk zu landen.
Valió a mierda. Keine Ahnung, was für ein Restaurant das ist, aber sein Lieferservice ist erstklassig. Die Besucher der Flugschau hatten das Glück, einen echten Kunstflugmeister in Aktion zu erleben. Am Steuer dieses Flugzeugs saß übrigens einer der höchst dekoriertesten Piloten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Landwirtschaft ist viel einfacher, wenn man über einen Hubschrauber verfügt. Landwirte, aufgepasst! Hier seht ihr ein sehr sonderbares Doppelrumpfflugzeug mit einer Spannweite von über 117 Metern. Ursprünglich war es nur als Startplattform für Weltraumflüge vorgesehen, aber jetzt will der Hersteller auch Überschallflugzeuge wie dieses bauen. Das Steuern des Hubschraubers sieht bei diesem Profi so einfach aus, als wäre es leichter als Fahrradfahren. Diese Aufnahmen könnte man sich stundenlang ansehen. Dabei zeigen sie nur zwei Flugzeuge, die in unterschiedlichen Höhen über den Nordatlantik fliegen. Dieser Kampfjet verbraucht bei voller Kampfleistung knapp 5000 Liter Treibstoff pro Stunde und bei der Schuberhöhung mehr als 38.000. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie hoch die Instandhaltungskosten eines Flugzeugs sind, das guten Appetit hat. Die Wucht der Schüsse, die dieses Kampfflugzeug abgibt, ist sogar durch den Bildschirm zu spüren. Stellt euch vor, wie sich das für den Piloten angefühlt haben muss. Dies ist eines der wenigen Kampfflugzeuge, die keine Abflugbahn benötigen, weil sie senkrecht starten können. Hier seht ihr gerade einen Förster-Hubschrauber im Einsatz. Er nimmt Wasser auf, um das Feuer zu löschen. Das sind die Jungs, die die Welt vor Bränden retten. Der Kerl ist sich zu 100% bewusst, wie cool er ist. Guckt mal, wie geschickt der Pilot den Hubschrauber im Schwebeflug hält. Er balanciert so sicher, dass die Männer ganz entspannt wie aus einem geparkten Auto aussteigen.
Dieser Pilot nahm an einem Wettbewerb teil und musste auf einem Feld notlanden, weil er ein paar Fehler gemacht hat. Doch selbst unter solchen Umständen konnte er sein Können unter Beweis stellen. Das Düsentriebwerk sieht so aus, als würde der Kampfjet gleich ins Weltall starten. Man kann einen Landeanflug aus dieser Perspektive nur in einem Flugsimulator sehen oder wenn man selbst aktiver Pilot ist. Dieser Vorgang sieht nicht nur spektakulär aus, sondern ist auch sehr verantwortungsvoll. Aber Profis erledigen so etwas mit links. Eine Flugshow, die euch alle ein paar Sekunden wow sagen lässt. Das Cockpit eines Flugzeugs ist der beste Ort, wenn es darum geht, eine Kunstflugstaffel in Aktion zu erleben. Es war eine Schrecksekunde für die Augenzeugen, als sie das Flugzeug so tief vorbeifliegen sahen. Stellt euch vor, wie es den Passagieren in dem Moment ging. Sie müssen erleichtert aufgeatmet haben, als die Maschine endlich an Höhe gewann. Dieser Militärtransporter ist kurz vor Beginn eines Spiels über ein volles Footballstadion geflogen. Ihr habt wahrscheinlich noch nie eine Flugzeuglandung aus dieser Perspektive gesehen, geschweige denn so etwas. Das ist ein weltweit bekanntes Kampfflugzeug mit dem niedlichen Namen Dragonfly. Übrigens waren Flugzeuge dieses Typs viele Jahre lang bei mehreren Ländern im Einsatz.
Der Bau einer neuen Hochspannungsfreileitung ist ein ziemlicher Knochenjob, vor allem in abgelegenen Gebieten. Deshalb sind die Freileitungsmonteure immer froh, wenn ihnen ein Schwerlasthubschrauber zu Hilfe kommt. Seht nur, wie leicht er diese schweren Konstruktionen transportiert. Und dank dem Piloten können die riesigen Bauteile ganz schnell mit Bolzen gesichert werden. Was für eine Millimeterarbeit! Jetzt schauen wir uns an, wie das Fahrwerk einer Maschine nach dem Start eingezogen wird. Und zwar abwechslungshalber mal aus einer anderen Perspektive, nämlich aus dem Bauch einer Boeing 737. Es mag nicht die feinste Art sein, Lebensmittel auszuliefern, aber es gibt nun mal Orte, wo es anders nicht geht. Das ist eine MIL Mi 26. Es ist der stärkste und größte in Serie gebaute Hubschrauber der Welt, der sogar Flugzeuge transportieren kann.